willkommen zurück zu Shovel Knight. Und ich habe ganz viel Geld. Leider habt ihr mir nicht geschrieben, was ich mir davon kaufen soll. Deswegen, upgrade ich erstmal meinen Mana ein bisschen. Abgesehen davon habe ich ja eh noch ein paar Notenblätter, glaube ich, dabei. Oder? Eins, glaube ich. Ja, eins. Vielen Dank. Dieser Winkeladvokat hat mich so lange unterboten, bis ich ihm gesagt habe, er kriegt eine Goldmedaille. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Welches Lied war das? Keine Ahnung. Jo, Magie könnte ich gemütlich upgraden. Ich wollte mich ja nochmal umschauen, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Ah ja, jetzt weiß ich's wieder. Weil ich mir nicht mehr sicher war, ob die hier nicht auch noch irgendwas an mich verkaufen. Oder ob das nur der Typ war, Christian, der auch in Limits vorkommt. Und natürlich der Abfischtyp mit den Kelchen. Ah, das gibt ein Notenblatt. Sehr schön. King Knight regiert nicht mehr. Heißa, nun kann ich über Stolzmoor herrschen. Hurra! Kannst kaum erwarten, Feder und Schnabel zu begrüßen. Die können es wahrscheinlich gar nicht erwarten, mich zu sehen. Hippe, Grippeltorf und Schippe. Ach so, ich habe 35 Haufen umgegraben. 61.414 Gold aufgesammelt. 30 Mal bin ich im Kampf gefallen. Und ich habe gute 2,5 Stunden gespielt. Ich bin keine Hexe. Sehr schön. Interessant. Yay, ein Notenblatt. Was hast du denn für mich? Herzlich für den König. Okay. Wer? Ja, ist okay. Wir kennen den schon. Hast du was Tolles für mich? Ja, zeig mal. Ein Wurfanker. Stimmt. Und eine Angelrute. Ja, die hätte ich gerne. Achte auf funkelnde Angelplätze. Außerdem hätte ich gerne den Wurfanker. Denn der kann das. Das kostet allerdings Mana. Das habe ich schon. So, dann kann ich mir jetzt von dem einen Notenblatt nochmal 500 Gold holen. Würde aber eh nicht reichen. Und da ich Gold auf meinen Abenteuern verlieren kann, das Notenblatt allerdings nicht, würde ich das Notenblatt behalten und erst dann eintauschen, wenn ich wieder hier zurückkomme, um mir was von dem Geld zu kaufen. Uah! Moment, da drüben sind gerade einige verschwunden, gell? Da habe ich einige kaputt gemacht. Ist vielleicht nicht so... Nein! Ich kann ja nicht mehr im Wasser... hier, Ding, ne? Das geht ja nicht. Nein! Nein! Ich muss irgendwie sterben. Ich bin kein Weg dran vorbei. Ich muss das Ganze nochmal machen. Kann ich mir vielleicht sogar, wenn ich auf 7.500 komme, und das schaffe ich locker mit denen da oben, kann ich mir sogar nochmal Magie kaufen. Nochmal extra Mana. Oh, vielleicht hätte ich hier kurz nachdenken sollen, was ich mache. Aber nur vielleicht. Geht nämlich auch so. Gar kein Problem, alles gut. Und damit kann ich mir, wow! Damit kann ich mir mein Mana gemütlich kaufen. Hui! Sogar jetzt schon ohne das extra Notenblatt. Ah ja, aber ganz locker, ey, ganz gemütlich. Boah, diese Edelstein-Levels, die sind so gut. Leider konnte ich jetzt nicht mehr sterben. Das ganze Geld, das ich dort gelassen habe, kann ich jetzt auch nicht mehr holen. Ihr habt mir jetzt leider nicht geschrieben, was ich mir holen soll von diesen Teilen hier. Und deswegen entscheide ich jetzt einfach mal selbst für ich würde sagen, der Dynamo-Nutzer. Moment, was? Was heißt das?
Ich dachte, zwei Schaufelstürze und so. Oder geht es nur, wenn ich auf den Gegner drauf springe, zweimal am Stück? Das könnte natürlich der Fall sein. Was haben wir hier? Ach so, die Halle der Helden. Und dafür muss ich den Mole Knight besiegen. Da habe ich nur noch den. Ja, dann lege ich mich doch mal mit dem Mole Knight an, ne? Ey! Was soll das denn? Ups. Warum kann ich von dem nicht abspringen mit der Schaufel unten? Sehr gemein. Und das da kann ich machen, oder? Ja, natürlich. Sehr schön. Der Wurfanker geht nämlich durch Dinge durch und trifft trotzdem die Gegner. Ups. Ja, das Gamepad-Problem. Die da unten kriege ich realistischerweise nicht, aber das da kann ich. Ah, okay, da gibt's auch nichts. Gut getimed. Ankommen. Geht nicht kaputt. Ach, Moment, haha! Was sehe ich denn da? Abgesehen von einem weiteren Gegner, der mich nervt. Nein! 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 Ah! Dieses Gamepad. Ich soll übrigens spenden für ein neues. Mhm. Nee, tue ich nicht. Sinn. Na? Na? Jetzt aber. So. Den da ab. Denn hier drüben glitzert etwas unten. Und mir wurde ja gesagt, ich soll nach sowas Ausschau halten. Ein Apfisch, warte, iss mich nicht, Ritter. Der Apfischkönig hat mich geheißen, seine Beute mit dir zu teilen. Ein Hoch auf den Apfischkönig, der König von Frucht und Fisch, möge sein Stängel lang wachsen. Sekret des Reichtums. Absolut 60 Sekunden lang schätze in der Nähe auf durch Wände. Okay. Na dann. Dankeschön, lieber Fisch. Apfel. Apfelfisch. Apfel. Apfelfisch. Da war nichts mal nah, ne? Ja! Nein, 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 nein. Nicht schon wieder diesen Fehler machen. Habe ich da jetzt gerade? Ich habe gerade irgendeinen Special Move gemacht. Ich weiß aber nicht wie. Okay. Aber das muss irgendwas mit der neuen Rüstung zu tun haben. Eins, zwei. Nö, so klappt das nicht. Eins, zwei. Ah, jetzt blitze ich so schön. Ah, und dann mache ich einen besonders starken Schlag, wie es scheint. Geht's da runter? Warum tropft die Lava hier nicht? Nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte, dass ich es nicht tut, aber... Es ist schon ein bisschen... Ah, ne, Moment, da will ich noch gar nicht runter. Ich will erstmal hier den Haufen umgraben. Ganz viel Geld. Und dann würde ich gerne den da erwischen. Sag mal, das waren doch jetzt zwei Schaufelstürze, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Keine Ahnung. Ich steig noch nicht ganz durch, was die neue Rüstung mir wirklich bringt. Na, aber das geht jetzt nicht mehr. Ah, bist du mit nur einer? Hab ich dich. Na? Na? Sorry. Ja, ich muss weiter. Ich muss weiter. Nein! Ah!
Nur weil ich nicht getroffen habe. Geh mal weg. Brauch dich nicht. Aber jetzt bin ich wieder aufgeladen. Tatsächlich, innerhalb kürzester Zeit. Das scheinen schon diese... Nach unten. Ja, genau. Das da ist es schon. Eins. Zwei. Und da habe ich es wieder. Ach ja, richtig. Den da habe ich mir vorhin nicht geholt. Den kleinen blauen. So. Tschüss. Ich bin hier unten. Eins, zwei. Ach so, das muss schon auch was sein, was kaputt geht. Also ein Gegner oder ein Block. Interessant. Du da unten bist mir jetzt gerade vollkommen egal. Die beiden Edelsteine sind mir auch vollkommen egal. Okay, vielleicht auch nicht. Ah! Ah! Okay, da oben ist noch ein Haufen, den ich mir holen könnte. Andererseits glaube ich, dass ich auch von hier aus dorthin komme. Oder? Schaffe ich das? Na, nee, nee, das klappt nicht. Das klappt leider nicht. Ich hab's gerade versucht, über den einen Gegner, der hier so rumfliegt, aber das hat nicht funktioniert. Wow! Gegen den da brauche ich, glaube ich, das hier, oder? Oder kann man auf der Brücke stehen? Warte mal, das muss ich mal eben ausprobieren. Wie sieht's so schön aus? Ja, das geht. Ah, und die treffen hier sogar zweimal, diese grünen Bälle. Wenn ich sie von weit genug vorne abschieße. Ey. Geht doch. Der war ja jetzt nicht so schwer. Was? 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 Was war das denn? Seit wann sind da Gegner drin in diesem... Haufen? Ich muss ja sagen, ich hätte mir diesen Sturmschlag irgendwie magischer vorgestellt. Nicht zuletzt habe ich ihn deswegen ausgewählt. Allerdings, kann man die damit relativ gut besiegen. Das ist gut. Definieren wir es doch einfach als magische Aufladung meiner Schaufel. Da! Ich glaube, ich bin zuerst da hoch. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist das halb so wild, denn ich habe hier direkt eben gespeichert. Checkpoint. Nein, das war zu spät. So funktioniert das. Uah! Was war das denn? Warum bin ich da nicht gesprungen? Ich habe doch Spring gedrückt. Das machen wir nochmal. Nein, nein, dich hatte ich nicht besiegt vorhin. Du hättest noch was gegeben. Ach egal, was soll's. Ja, immerhin kriege ich ja hier alles wieder zurück. Nein, was? Was? Warum bist du gerade nicht hochgekommen? Was war das denn? Ernsthaft, was soll das? So schlecht getimed oder bilde ich mir das ein? Achso, die kommen erst, wenn ich wirklich in der Nähe bin. Verstehe. Yay, ein Notenblatt. Das heißt nochmal 500 Gold. Aber ich glaube, den da unten. Ups. Nee, den da unten kriege ich nicht. Nein, 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 nein! Was zur Hölle? Da hätte ich wohl besser mal aufpassen sollen, wo die Plattform rumschwebt. Da! Okay. Jetzt habe ich immerhin alle mal besiegt. Und sie haben nichts mehr abgeworfen. Das heißt dann wohl... Na, was?
war das denn? Sag mal, wie dumm bin ich eigentlich? Ah! Tschüss. Nein! Wie dumm bin ich eigentlich? Ernsthaft? Scheiß drauf. Ich muss jetzt hier Schadensbegrenzung machen. Hey! Thema Schadensbegrenzung. Ah, endlich geht's weiter. So, wie mache ich das hier? Ich glaube, ich mache das so. Dann aktiviere ich den hier. Und dann mache ich Unsinn. Hui, Glück gehabt. War gut. Ah, was? Was? Ich sollte mir echt ein besseres Gamepad holen. Ah, ist das ärgerlich. Gott, wo ist mein ganzer Skill hin, ey? Ach ja, richtig, das ging ja nicht bei dem. Dann werde ich hier wieder geheilt. Ach, und guck mal, es hat doch was Gutes. Ich kann mir das da holen. So, wenn ich jetzt dieses Ding da oben kaputt mache, dann kommen die alle drei hier runter. Das heißt, ich darf hier halt aber auch nicht irgendwie rumhüpfen mit Schaufel unten, weil ich dann in die Lava falle. Deswegen habe ich hier gerade mal ein bisschen Mana. Wow, wow, ich dachte gerade, es wäre Lava. Gut gehabt. Jedenfalls geht es hier drüben weiter. Und was mich in dieser Kiste erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Yay! Danke fürs Zuschauen und bis dahin.